Gab es kein Galizien mehr, sondern das war östliches Kleinpolen, Malopolska Wschodnia. Und damit, ja, wie ich schon gesagt habe, hat dieses Land alle autonome Rechte verloren. Das war ziemlich schmerzhaft für die Bevölkerung, wie ruthenische, ukrainische und auch für die polnische, welche waren nicht so nationalbewusst, nicht so stark nationalbewusst, vielleicht für viele. Gestern habe ich mit dem Urenkelkind von Leo Pininski gesprochen, der war galizischer Stadthalter in der österreichischen Zeit, und der hat gesagt, mein Urgroßvater hat nie über eine unabhängige Stadt in diesem Sinne, in diesem nationalen Sinne geträumt, sondern er wollte ein Bundesland haben, und alle verschiedenen Teile sollten vielleicht unter der Führung von Warschau oder unter der Führung von Warschau, aber er sollte kein Militärstaat bleiben, sondern ein Bundesland.